Die Abenteuer von Kara, Winston und der Smart Crew. In einer anderen Welt, nicht weit von uns entfernt, schweben Captain Kara, Bootsmann Winston und der Plapperaffe Cookie an Bord ihres einzigartigen Schiffes. Die Interocean Explorer ist nämlich nicht irgendein klappriger Kutter, sondern eine Interspace-Galeone mit Turbojets und einem Ballon anstatt eines Segels. Zum Kommunizieren und Surfen im Internet sind der gigaschnelle INF-Computer und die Interschiff-Handys immer zur Hand. Aber richtig cool wird es unter Deck. Dort steht die allerneueste SeaStation-Spielekonsole, ohne die an Bord eines echten Abenteuerschiffes gar nichts läuft. Die Interocean Explorer hat den königlichen Hafen verlassen, um alleine über die Weltmeere zu schippern, auf der Suche nach kostbaren Schätzen. Doch sie müssen auf der Hut sein, denn die unbekannten Gewässer bergen viele Gefahren, die sie in ernsthafte Schwierigkeiten bringen könnten, wie sie bald selbst herausfinden werden. Als Kara den Kurs eintippt, bemerkt sie ein mysteriöses, dunkles Schiff, das ganz in ihrer Nähe umherschleicht. Plötzlich meldet der INF-Computer eine neue E-Mail. Der Absender lautet sparrow@blackearl.com. Im Betreff ist zu lesen, gewonnen, und im Anhang ist der Hauptgewinn. Kara ist schon ganz aufgeregt. Doch Winston sagt: Moment mal, ich habe an keinem Preisausschreiben teilgenommen. Cookie lässt sich auch nicht überrumpeln. Gefahr, Gefahr! Sprudelt es aus ihm heraus. Kara ist enttäuscht, aber sie versteht. Ich glaube, dass ihr recht habt, Jungs. Ich bin gespannt, was unsere Freunde von der Smart Crew dazu sagen. Hi Winston! Hi Kara! Wie geht's? Es ist schön, euch mal wiederzusehen. Und wir haben ein paar coole Ratschläge für euch. Genau. Buzz versteht was vom Preisausschreiben. Stimmt's? Klar. Ich bin ein echter Profi und mache mit, wo ich nur kann. Aber wenn ihr an keinem Gewinnspiel teilgenommen habt, Finger weg vom Anhang. Ich bin total einverstanden. Wenn ihr den Absender nicht kennt und die Mail einen Anhang hat, sofort löschen. Weg damit. Als Winston noch dazu Berichte über hinterlistige Computerviren liest, die sich in harmlosen Anhängen verbergen, läuten bei ihm die Alarmglocken. Bitte um Erlaubnis zu löschen. Kara ist nichts lieber als das. Hüte dich vor E-Mails, deren Absender du nicht kennst, auch wenn sie noch so verlockend aussehen und dich neugierig machen. Schauen wir doch mal, was passiert wäre, wenn sie den Anhang geöffnet hätte. Also, Freunde, A steht für akzeptieren. Denke immer daran, niemals einen Anhang zu öffnen, wenn du nicht weißt, was es ist oder von wem er stammt. Egal, ob es eine Textdatei ist, die du per E-Mail, Messenger oder über Bluetooth aufs Handy bekommst. Er könnte einen Virus beinhalten oder andere unangenehme Sachen. Inzwischen spielen Kara und Winston wieder ganz entspannt eine Runde Wasserschubser auf ihrer SeaStation, während Cookie mit einer Banane das Fechten übt.